Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Sehr, sehr coole Neuigkeiten. Bislang sind wir ja davon ausgegangen, dass das Update für Woche 5 am 1. August kommen wird. Aber nein, es wurde um einen Tag nach vorne gelegt. Warum, wissen wir nicht. Es gab keine Begründung dafür. Aber das Ganze wird jetzt schon am 31. Juli kommen. Das ist diesen Mittwoch. Eine genaue Uhrzeit haben wir nicht, aber ich gehe mal stark wieder von 13 Uhr aus. Falls wieder Serverwartungen kommen sollten, wird das wahrscheinlich wieder von 9 Uhr bis 13 Uhr sein, deutscher Zeit. Aber auf jeden Fall am 31. Juli ist schon soweit. Und das ist auch nicht alles. Wir haben nicht nur diese Information bekommen, sondern auch neue Bilder. Einmal hier Luna in einem Swimsuit, also in irgendeinem Cosmetic, was sie normalerweise nicht trägt. Normalerweise sieht sie ja so aus. Und auch noch schon ein kleiner Sneak Peek bzw. ein kleines Preview zu Ultimate Valby, das sogar mit einem Video. Ich blende euch das einfach mal hier ein. Finde ich ganz, ganz cool. Und weil ich nicht wollte, dass das Video jetzt nach 2 Minuten aufhört oder nach 1 Minute, habe ich mir überlegt, dass ich euch mal zeige, was die besten Farmspots sind, um vielleicht auch dann Luna und Ultimate Valby so schnell wie möglich direkt zu leveln. Zumal ja der Ultimate Valby Geschichte ist, habe ich gedacht, würde das ganz gut hier reinpassen. Dazu habe ich hier einfach mal ein Foto. Ist zwar auf Englisch, aber ich kann das ganz kurz mit euch durchgehen. Ich werde euch das Foto auch auf den Discord packen. Das heißt, ihr könnt auch selber nochmal reinschauen, wo alles ist. Oder das Foto dann auch an Freunde oder so weiterschicken. Da haben wir ganz oben den Echosumpf. Der Spot sollte bekannt sein. Ist von allen Spots hier, ja, so mittelmäßig. Dort gibt es Kulpa, es gibt Module, es gibt Gold. Zwingend ist hier meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Bunny nötig, damit die Gegner so schnell wie möglich gekillt werden. Dann haben wir als zweites wahrscheinlich die aktuell beste Möglichkeit. Einziger Nachteil, beziehungsweise 2 Nachteile gibt es. Ihr braucht zwingend eine Bunny da, beziehungsweise einen Elektrokämpfer, der euch den Turm startet. Aber dann gibt es da auf jeden Fall am meisten Erfahrung. Allerdings auch keine Module, keine Items, keine Codebrecher, keine Kuipa, aber dafür am meisten Erfahrung. Hier steht was von 20.000 Erfahrung für Waffe und Nahfahre in 3 Sekunden. Das kann ich auch so bestätigen. Wenn ich da bin, gibt das so 20.000. Und als letztes, das ist der Farmspot, den wir schon seit einem Monat ungefähr kennen. Das ist der im unfruchtbaren Land. Ist der langsamste von allen, aber der chilligste auf jeden Fall von allen. Und den kennen wir ja alle schon in- und auswendig. Heute mal ein kürzeres Video, die Infos waren einfach zu heiß, um euch sie nicht mitzuteilen. Also ein Tag vorher schon das Update, Luna neue Informationen, Ultimate Valby das erste Mal gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe richtig Bock drauf. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann checkt doch mal Twitch ab. Ich bin wahrscheinlich auch jetzt gerade live und farme schön die Waffen. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei. Wenn ihr nichts zu The First Descendant verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.